Wie gross ist der Hof? Gross, sind 45 Hektar, 14 Hektar Wald. Also. Bist du Besitzerin von diesem Hof? Ja. Seit wann lebst du hier in der Oberen Malte, auf dem Schelten? Ja, seit 16 Jahren bin ich hier oben. Und seit 6 Jahren jetzt allein. Also als Kind wäre ich gerne wirklich. Ich glaube, eher so ein Ruhig war, so wie man würde sagen. Ich habe viel mit den Brüdern gemacht, immer gut. Mit Hunden spazieren, mit unseren Hunden rumgestreift. Das hat mir gefallen, so abenteuerlich. So. Ich bin auch in die Pfadi und habe eigentlich gerne so Bubenrollen gespielt. Also ich hab, das hat mich vielleicht schon geprägt, dass ich gefunden habe, ich will lernen, selber zu sein, also selbstständig zu sein. Und dann, als ich 16 war, haben sich meine Eltern scheiden. Und dann bin ich mal mit dem Bruder, habe ich mit dem Bruder zusammen gewohnt. Er 18, ich 16. Und ich merke, ich habe an dem Rückblick gesehen, habe ich dort so das Hausmütterli gespielt, dass ich putzt und kocht und habe irgendwie von ihm immer erwartet, dass er jetzt auch mithilft. Und also wir haben Krach bekommen, einfach, beziehungsweise er hat mich einfach links liegen. Er ist seinen Weg gegangen und ich bin schier verzweifelt, dass er jetzt da mein Familienspiel nicht mitspielt. Und es ist so weit gegangen, dass man, ja, dass ich musste ausziehen, weil das war für mich so unerträglich gewesen. Und dann bin ich mit einer Frau zusammen gewohnt und das hat bestens geklappt. Wir haben uns abgewechselt mit der Hausarbeit. Ja. Also so mit 16 hat mich sicher geprägt, dass dann so die Aufbruchstimmung langsam gekommen ist mit alternativen Kosten und Naturverbundenheit, also Naturschützen. Und mein Vater hat Atomkraftwerke gebaut. Also das. Und mein Vater hat mir sehr viel bedeutet. Also ich habe mich eher zum Vater hergezogen gefühlt, wegen zur Mutter. Also das Rollenverhältnis von früher, von der Familie, kommt mir so in den Sinn. Die Mutter hat mir die Geschichte erzählt, dass mein Bruder ihre, als er 7-jährig war, gesagt hat, komm, gib mir den Schraubenzieher, du kannst das nicht, Mami. Und sie war richtig stolz darauf, dass ihr Sohn den Schraubenzieher aus der Hand nimmt. Und mich hat das also wirklich gestört. Ich habe gefunden, nein, also, so will ich, das will ich nicht. Und ich habe das Wirtschaftsgymnasium gemacht. Eigentlich nicht, weil ich gewusst habe, ich will das und das werden, sondern einfach, weil ich nicht gewusst habe, was ich machen. Und das ist etwas, wo man am meisten Möglichkeiten hat. Und so war mal mein Weg am Anfang. Ja. Nach der Matur war ich noch 3 Monate in Australien umeinander gereist. Das hat mich eine wunderbare Zeit gedauert. Ich habe nochmals eine Reise gemacht in Kanada. Da bin ich mit einem Bekannten, mit einem Arbeitskollegen von der Silpost,
Der hat gefunden, er sucht noch Leute, die mit ihm durch Kanada reisen. Und ich habe gefunden, ja, ich komme mit. Dann haben wir noch andere gesucht, aber keine gefunden. Und dann sind wir zum zweiten gegangen. Wir haben zuerst ein Auto können, vom Westen in den Osten über. Nein, vom Osten in den Westen über transferieren. Nachher in Edmonton haben wir die Idee gehabt, Velo zu kaufen und sind dann mit 4 Wochen mit dem Velo über die Rocky Mountains. Das war auch ganz genial gewesen. Dann haben wir noch 2 Wochen Zeit gehabt in Vancouver. Wir hatten noch so viel Geld für uns gehabt, sind zu einem Reisebüro vorbeigekommen und ja, Hawaii-Bilder gesehen und gefunden, ja, war doch jetzt gerade noch, das reicht noch. Haben diese Velo gepackt und sind noch 2 Wochen auf Hawaii. Dann hatten wir einen Amerikaner, der kürzlich in der Schweiz unterwegs war. Wir haben so geredet und ich habe erzählt, dass ich, ja, Uni ist nicht so das Wahre und ich will aufs Land. Und dann sagt der mir dort hin, du musst zu Luzern, am Merit, dort habe ich auch einen Typ gesehen, der wohne ich auf dem Land und der backe Brot einmal in der Woche und verkauft das am Merit, das ist ein ganz feiner Typ, ich soll den gut, soll den treffen. Wir haben einen Samstag zu Luzern am Merit und getroffen und dann hat er gesagt, er kenne eine Familie mit 3 Kindern, die sicher Hilfe brauchen am Napf. Ich habe dort eigentlich gerade sozusagen die Woche drauf angefangen und bin dort her auf den Napf, an dem Napf. Ja, und habe das einfach gut erlebt, habe einfach gemerkt, das ist etwas, wo das Leben auf dem Land und mit dir, das ist einfach das, wo ich aufgehe drin, wo ich auch irgendwie gut kann. Wie hast du dich zur Bäuerin ausbilden lassen? Also nicht mit Schule. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe zugeschaut. Ich habe gelernt von anderen Bauern. Gleichzeitig, das, ich denke, das sind so Managerfähigkeiten, die man dann entwickeln muss. Also, weil, ja, man muss so viel im Kopf haben und so viel gleichzeitig denken und koordinieren und wie geht das nebeneinander hin. Und manchmal gelingt das einem besser und manchmal schlechter. Und ich denke, man lernt sehr, sehr, sehr viel. Ich habe am Anfang gesagt, ja, da im Spital könnt ihr ihn verlecken, bis ihr dann wisst, was ihr wollt machen. Da wohnt noch der Aschi bei uns auf dem Hof. Er ist schwer krebskrank und ja, braucht Pflege und Begleitung oder Betreuung. Ja, das sind wunderbare Rollen eigentlich. Aber es ist auch anspruchsvoll, denen dann immer gerecht zu werden. Es ist sicher eine Gratwanderung wieder. Täglich probiert zu machen. Für dich ein Arbeitsalltag eigentlich auch? Ja, mit dem Stall. Aber ja, im Winter ist klar, Stall ist ein grosses Arbeitsfeld, Betätigungsfeld. Ja. Die vielen Tiere, die hier zu fressen haben, Futter haben und zu trinken haben und rausgemischt haben. Das nimmt zuerst einmal
3-4 Stunden in Anspruch, ja, am Morgen. Im Sommer sind die Tiere auf der Weide draussen. Das ist dann irgendwie gemütlicher, dann kann man auch spazieren und so zählen. Aber im Winter ist es wirklich Knochenarbeit. Vielleicht schon in der Kindheit haben wir so eine, in der Familie eine bekannte Bauernfamilie im Berner Oberland. Meine Großeltern haben dort in der Nähe gewohnt, durch sie haben wir die kennengelernt. Dort war ich viel in der Ferien und habe das bewundert, toll gefunden, wie eine Familie miteinander arbeiten kann, so auf dem Hof, wie so ein Bauernleben funktioniert. Ich habe das auch bewundert, wie Mann und Frau zusammenarbeiten und miteinander einander brauchen und nebeneinander, miteinander ihr Leben gestalten und die Kinder einfach rundherum sind und mithelfen. Und das hat mich die ideale Form gedacht. Von einer Familienstruktur. Mit 23 ist meine älteste Tochter auf die Welt gekommen, meine erste Tochter. Ich habe sicher das Idealbild von dieser pure Familie, die ich von der Jugend gekannt habe ich gesucht. Er hatte schon 2 Kinder aus erster Ehe. Also es waren dort 4 Kinder rum in dieser Zeit. Und die Zeit war sicher geprägt von seinem Alkoholismus. Da ist ziemlich viel an mir hängen geblieben. Und ja, das Idealbild hat ziemlich Sprünge und bröckelt. Weil ich habe nicht so Zeit für die Kinder. Also ich habe vor allem schauen, dass die Karre irgendwie gelaufen ist. Und so bin ich irgendwie reingekommen mit Maschinen. Dass ich, ja, da bin ich halt gefahren mit dem Ladewagen. Und wenn etwas kaputt gegangen ist, ja, dann war es auch irgendwie an mir gewesen, zu schauen, kann man echt dann etwas machen oder wie kann man echt das wieder gut machen. Wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, das war eigentlich eine riesige Chance gewesen. Also, durch das habe ich so viel gelernt und halt einfach müssen lernen in allen Bereichen. Ich habe schon immer die Frauenrolle hätte ich gesucht, aber das Leben hat mich einfach hergeführt, dass ich das andere eben auch nicht muss. Und jetzt denke ich, jetzt genieße ich das und denke, hey, ich habe das ganze Spektrum. Manchmal stinkt es mir leider. Ich möchte wieder mit einem Mann zusammen hier bauen. Diesen alten Traum habe ich noch nicht aufgegeben, noch nicht vergessen.